Wir drehen jetzt hier seit 6 Wochen in Irland und das war anfangs ganz schön schwierig, weil wir diese Wetterbedingungen überhaupt nicht gewohnt sind. Also dass es wirklich innerhalb von 3 Minuten wie aus Eimern schütten kann und dann wieder Sonne, und das ist natürlich zum Drehen wirklich schwierig. Irland. Puh. Irland ist spannend, weil Irland ist anders. Arbeiten in Irland bedeutet für uns gerade viel Sonne. Wir hatten tatsächlich 2 Wochen Sonne. Ich glaube, das ist sehr selten hier. Heute regnet es wieder. Es stimmt wirklich, und es stimmt auch der Spruch, 4 Jahreszeiten in Irland an einem Tag. Ich muss ganz ehrlich sagen, was mir sehr imponiert in Irland, ist natürlich in erster Linie das Land selbst. Die Insel, die Landschaft, die Luft, das ständig wechselnde Wetter. Das macht es sehr spannend, hier zu arbeiten. Irland ist ja ein Land, wo man ankommt und sofort da ist. Ich glaube, das, was mich am meisten überrascht hat, ist die irische Lebensfreude. Die Kraft, die Irland so hat dem Leben gegenüber. Man feiert, man geht trinken. Wenn man alkoholfreies Bier bestellt, müssen die ja erst in den Keller runtergehen, um überhaupt irgendwie ein Bier zu haben. Und meistens ist das dann warm oder abgestanden und kostet sau viel Geld. Man genießt das, wo man ist, obwohl es immer regnet und immer irgendwie kalt ist. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass das so stark ist, dass man das finden kann. Und das versuchen wir auch immer in den Film reinzubringen. Beide unsere Filme handeln eigentlich von Frauenfiguren, die im Laufe der Geschichte feststellen, dass sie irgendwie gar nicht da angekommen sind, wo sie, glaube ich, hinwollten. Es ist die Geschichte einer Frau, die glaubt, in Sicherheit zu leben und auch Sicherheit mag und sucht, und deren Leben aber komplett in Frage gestellt wird, als sie kurz vor dem Tod ihrer Mutter erfährt, dass sie adoptiert wurde. Dein Vater wollte eigentlich, dass du es erst erfährst, wenn wir beide nicht mehr leben. Aber ich will das nicht mehr. Und ich will auch nicht, dass du es von fremden Menschen erfährst. Was? Wir haben dich adoptiert. Und sich dann auf die Suche begibt nach ihren wahren Eltern, von denen sie glaubt, dass sie tot sind, die aber tatsächlich noch leben. Was mich an Amelias Geschichte sehr gereizt hat, war, dass die aus einem sehr sicheren Konstrukt kommt, sich wohlfühlt in ihrem Leben und eigentlich aber total gelangweilt ist. Und dieses Risiko, ein Leben hinter sich zu lassen und komplett neu anzufangen, das hat mich gereizt. Ich komme aus Deutschland und suche meine Eltern, meine verstorbenen Eltern. Das geht sicherlich ganz schnell für einen Profi wie Sie. Ich würde Bobby als einen sehr bodenständigen Menschen darstellen, der weiß, was er will und auch nicht nachgibt, bis er es gefunden hat. Und das ist das, was ihn auch mit Amelia verbindet. Wir brauchen eine Liste mit allen Namen von Babys, die im Juni 1980 hier geboren worden sind. Und dann müssen wir rausbekommen, was mit ihnen passiert ist. Und die, von denen wir keine Spur mehr finden können, sind ziemlich sicher Malones Adoptivbabys. Wenn man es genau betrachtet, kann ja also jeder mit mir verwandt sein. Ja. Darum geht's auch in dem Film. Also, dass Bobby eigentlich der Einzige ist, der versteht, was sie da gerade durchmacht, und eben Frederik, ihr Freund, das nicht wirklich so nachvollziehen kann. Amelia? Sag mir bitte, dass das einer deiner merkwürdigen Scherze ist. Du bist doch nicht immer noch in Irland, oder? Das ist eine Seelenverwandte für ihn, denke ich mal. Und dass er sofort spürt, dass da eine Verbindung ist. Und so dieses Keinsmal, das sie irgendwie miteinander verbindet. Er trägt halt das Wilde in sich, das Raue, was auch irgendwie zu Irland passt und gehört. The morning sun came creeping up my back. Das fand ich ganz spannend, dass sich auf die Suche nach begeben, nach einer Identität, weil das tun wir ja alle. Da unterscheiden sich dann die Filme, wie jeweils die Figur das herausfindet und auch wie sie dann sich vornimmt, sich zu verändern, um am Ende dann doch ein anderes, ein neues Glück zu finden. Pass again. I was 2 steps from heaven. Franziska ist Buchhändlerin und hat seit kurzem einen eigenen Laden. Und Franziska wurde gerade verlassen. Reinhard sieht aus, während ich hier bin. Endgültig. Und sie findet ein Buch. Das Buch gibt ihr Wege und Vorschläge, wie sie ihr Leben verändert und wie sie den Mann vielleicht zurückbekommen kann. Ich habe keine Ahnung, wer mir dieses Buch geschickt hat. Ich habe es nicht bestellt. Aber es ist zu mir gekommen und es spricht zu mir. Trotz Trennung muss sie zur Hochzeit ihrer Cousine nach Irland und trifft auf Adam, der auch frisch verlassen wurde, und findet natürlich einen Gleichgesinnten. Übrigens, Franziska, das hier ist Adam, ja? Mein bester Freund. Das ist eigentlich ein sehr trauriger Ire, der hier lebt, keinen Job hat. Er lässt sich aushalten von seinem reichen Vater. Das bedeutet ihm allerdings nichts. Und Franziska, die er kennenlernt, ist eine Art Katalysator für ihn.
um wieder neue Kraft zu schöpfen und auf neue Gedanken zu kommen. Sie will diesem Mann helfen, weil das Buch ihr diesen Weg zeigt, dass sie diesem Mann helfen muss, weil ihr dann vielleicht auch geholfen wird. Ich lasse mich eben von dieser Deutschen, die da plötzlich auftaucht, sehr gern verleiten, ein Stück romantischer zu werden, zu sein und andere Facetten von mir zu zeigen. Ich glaube, die größte Herausforderung hier ist, dass wir diese Mischung haben, einen Film zu drehen, der ganz nah an der Realität, am heutigen Alltag ist, aber trotzdem eben verzaubert ist mit diesen magischen Elementen, die Cecilia immer in ihren Büchern hat. Das mochte ich sehr, diese Verwebung aus realer Geschichte und dann aber eher märchenhaftem Element. Ich glaube, was die Menschen lieben an Cecilias Bücher, ist eben diese Verknüpfung von der kleinen Verzauberung im Leben und eben realen Figuren. People have just really welcomed my books into their hearts and I think people tell me that they identify with my characters and what I write about is kind of women going on journeys of self-discovery and, you know, learning about themselves and going through something difficult and figuring out who they are. So obviously this is something that really appeals to the German market, so I'm very thankful. Und das fand ich eben auch für mich das Schöne an dem Projekt, dass man nicht einfach nur eine Liebesgeschichte in Irland dreht mit schönen irischen Bildern, sondern eben dieser Cecilia Ahern-Touch, der zwar sehr romantisch ist, aber eben auch immer so ein bisschen ein Augenzwinkern hat und immer so ein bisschen ein Sternenfunkeln im Hintergrund, was ich glaube auch ihre große Fangemeinde erklärt. About characters who are going through something very difficult, very tragic, but using humor and using the relationships of people around them, they learn to discover themselves and to find themselves and to find happiness again. Die Autorin des Romans, was ja die Vorlage für unseren Film bietet, sie ist Weltbestsellerin, sie ist natürlich berühmt. Auf der ganzen Welt ist ihr Name bekannt und das ist schon Wahnsinn. Und dann steht die auf einmal am Set und ist so fast schon schüchtern. Ich sehe da einfach wirklich so ein kleines Mädchen, was bezaubernd ist. The morning sun came creeping up my back. My name is S.J. McArdle. I'm an Irish singer, songwriter and artist and I sing the song Two Steps from Heaven in the film. I hang my head in shame. What has passed can never pass again. I was two steps from heaven. Save me from my judgment. Please save me from myself. If you want to hear any more, you'll have to watch the film.